Der verbreitetste Zugang zu Computerspielen ist ja eigentlich die Interaktion, also das Handeln in der Spielwelt. Da kommt dann sehr schnell die Flow-Theorie ins Spiel, weil Spiele haben dann oder ziehen einen Hauptteil ihrer Faszination daraus, dass man so in so einen Flow kommt zwischen Überforderung und Unterforderung und da einfach, das ist ein Zustand, der ist sehr angenehm. Man vergisst die Zeit, man vergisst das Drumherum und hat einfach Spaß. Es lässt sich aber jetzt auch mittlerweile beobachten, dass es immer mehr Spiele gibt, die eigentlich nur noch wenig Möglichkeiten der Interaktion geben und von denen trotzdem eine gewisse Faszination ausgeht, die dann aber nicht so sehr über die Handlung in der Spielwelt funktioniert, sondern über das Wahrnehmen der Spielwelt. Da kann man dann weniger Theorien benutzen wie die Flow-Theorie, da kann man aber zum Beispiel zur Ästhetik-Theorie schauen und so Phänomene wie Atmosphäre sich anschauen. Atmosphäre, jeder hat so einen Begriff von eigentlich, was es ist. Man kommt in einen Raum und der hat eine bestimmte Stimmung, man kann das spüren. Und diese Stimmung lassen sich designen. Wenn man in den Supermarkt geht, dann hat da jemand eine gute Stimmung designt, dass man gerne einkauft. Und genauso können Game Designer Stimmung designen. Und moderne Spiele zeigen eigentlich, wie man spannende Stimmungen designen kann, in die man gerne eintritt, in die man sich gern verliert und die man auch einfach gern betrachtet, ohne zu handeln oder indem man vielleicht nur rumgeht. Das nennt man ja dann oft etwas herabwertend Walking Simulator. Aber da zeigt sich dann dieser Konflikt von, eigentlich sollte es um Handlung gehen und gehen ist die eigentliche Handlung. Von daher ist ein Walking Simulator eigentlich eher sowas wie ein Atmosphäre-Game. Wenn man sich so ein Spiel anguckt wie Grand Theft Auto, so eine Serie, die lädt ja quasi immer wieder dazu ein, jetzt nicht die nächste Mission anzufangen, wieder rumzuballern und irgendeine Aufgabe zu erfüllen, sondern viele spielen das Spiel so, dass sie sich einfach ins Auto setzen, das Autoradio anmachen und ein bisschen rumcruisen. Und das erzeugt genauso so einen Reiz. Oder man stellt sich an die Küste und schaut ein bisschen dem Meer zu. Aber dann würde ich auf jeden Fall auch dazu raten, mal Spiele auszuprobieren, in denen man selbst diese letzten Handlungen eigentlich gar nicht so richtig machen kann, sondern wo es wirklich nur darum geht, präsent zu sein. So, zum Beispiel sowas wie Proteus, wo man über eine schöne Insel läuft und der Natur dabei zuhören kann, wie sie so vor sich hin funktioniert, ohne dass man selbst etwas tun müsste.